Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich bin etwas mit gemischten Gefühlen hier oder besser gesagt vielleicht sogar mit ein bisschen schlechtem Gewissen, denn ich denke, es gibt in dem Bereich Physik und Frieden viele Physiker, die sich schon länger und gründlicher mit der Thematik beschäftigt haben. Und ich hoffe, dass Sie mich insofern als Spätberufenen akzeptieren, auch wenn vielleicht ein paar Fragen jetzt unangenehm sein können, die ich stelle. Und ja, eines der kleinen Erlebnisse, die mich dazu gebracht hat, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ist also ungefähr ein Jahr zurück. Da gab es diesen Vorfall in Salisbury. Es wurden zwei Menschen, kamen also mit einem Nervengift in Kontakt. Das ist ein Kriminalfall. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, aber es ist ein durchaus schwerwiegender Kriminalfall. Aber was mich verwundert hat, ist die Reaktion darauf. Und die Reaktion, Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich war wie folgt. Und achten Sie jetzt auf die Worte: Der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs, eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde, stellt die erste offensive Anwendung. Gibt es eine defensive Vergiftung? Die offensive Anwendung eines solchen Nervengiftes in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Also achten Sie auf die Worte. Ich denke, wer hier insinuiert, dass da Waffen von einem anderen Land jetzt zuerst auf unserem Territorium gebraucht wird und jetzt ist die NATO zuständig. Ich denke wirklich, wer diesen politisch-militärischen Kontext an den Haaren herbeizieht, das ist krankes Denken. Unabhängig von den Details handelt es sich dabei, glaube ich, um die größte Absurdität. Man kann es auch nur noch lächerlich finden. Ich glaube, das war ein geeigneter Kommentar. Aber es ist dann auch nicht wirklich lustig. Ich finde es eher respektlos, den Zweiten Weltkrieg hier zu nennen, mit Rücksicht auf die 65 Millionen Toten dieses Krieges. Und eine weitere große Absurdität ist doch an der Sache, dass gleichzeitig nicht darüber geredet wird, dass wir 15.000 Atomsprengköpfe in dieser Welt haben, die im Prinzip jeden Tag zum Einsatz kommen können. Halten Sie sich das mal vor Augen, das würde nicht nur dem ein Ende setzen, was wir als Kultur des Humanismus betrachten, sondern ja, in Gefahr bringen, die gesamte Art Homo sapiens auszulöschen, jetzt nach 500 Millionen Jahren Evolution vielleicht. Ich denke, das ist wirklich eine große Absurdität. Wenn wir allein im Universum sind, wäre es unglaublich tragisch. Aber ich glaube, wenn wir nicht allein im Universum sind, wird es als einzigartige Demonstration von Blödheit angesehen werden und wir Physiker spielen noch nicht mal eine besonders gute Rolle dabei. Ich habe das Gefühl, Nietzsche hat hier recht, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel und es könnte durchaus sein, dass wir uns in so einer Zeit befinden. Wer dich veranlassen kann, Absurditäten zu glauben, der kann dich auch veranlassen, Gräueltaten zu begehen. Und diese Absurditäten, die gibt es durchaus auch im Kleinen. Also jetzt, wenn man wieder dieses Beispiel verwendet und sich ein bisschen näher anguckt, was da eigentlich dahinter steckt. Es gibt zum Beispiel eine hervorragende Analyse des ehemaligen Botschafters von Großbritannien in Usbekistan, Craig Murray, der einen Blog betreibt. Wie gesagt, ich gehe hier nicht in die Details, aber es wird ja überhaupt nicht mehr der Versuch gemacht, eine kohärente Geschichte zu erzählen. Ja, es ist also irrational bis ins Detail und es wird auch das Allermeiste überhaupt nicht erzählt. Also wenn man ein bisschen kriminalistisch hier Fragen stellt, dann stößt man eigentlich hauptsächlich auf Löcher.
Man könnte mit Mark Twain sagen, die Wahrheit ist unser wertvollstes Gut, lasst uns sparsam damit umgehen. Und mit der Wahrheit hat die heutige Zeit also auch ein Problem. Es gibt einen britischen Pazifisten, Sir Arthur Ponsonby, der sagt, das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit, und die Wahrheit ist es schon ein bisschen so schlecht bestellt, dass man sich eigentlich manchmal fragt, sind wir schon mit einem Schritt in diesem Krieg drin? Ponsonby hat also 10 Prinzipien der Kriegspropaganda herausgearbeitet. Wir wollen keinen Krieg, wir nicht. Der Gegner allein ist verantwortlich, der Führer des feindlichen Lagers wird dämonisiert. Wir verteidigen edle Ziele. Der Feind begeht Grausamkeiten, bei uns sind es Kollateralschäden. Er benutzt unerlaubte Waffen, wir natürlich nicht. Unsere Verluste sind klein. Ja, alle unterstützen unser Anliegen und unser Anliegen ist gut. Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, der arbeitet für den Feind. Ich glaube, erschreckend viele dieser Merkmale von Ponsonby, die sieht man in der heutigen Zeit. Es wird viel zu viel über Krieg geredet, viel zu selbstverständlich über die Möglichkeit von Krieg geredet. Wenn man in Zeitungen heute Schaubilder von Panzern und Flugzeugen in Mitteleuropa sieht, dann ist das eigentlich nur mehr absurd bis pervers. Wollen wir uns denn mal klar machen, dass auch ein konventioneller Krieg eine Aufgeben aller Menschenrechte, Aufgeben aller Grundrechte einfach nur noch eine Perversion ist, und das darf nicht normalisiert werden. Es ist natürlich nicht ganz unbekannt, woran das auch liegt. Es gibt ja Leute, Firmen, Interessen, Industrien, die daran ganz gut verdienen. Und wie Erich Maria Remarque sagte, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die nicht hingehen müssen. Da gibt es also durchaus welche. Aber ich glaube, zum Dritten Weltkrieg, da müssen wir alle hingehen, wenn es denn soweit ist. Und deswegen muss man sich doch überlegen, wie es nicht dazu kommt. Und dazu ist meines Erachtens eine historische Betrachtung ganz nützlich. Was ist eigentlich in der letzten Zeit so vorgefallen? Und ich möchte dabei an jemanden erinnern, der als Bundespräsident vielleicht überhaupt den höchsten Rückhalt in der Bevölkerung hatte, den je ein Präsident hatte, Richard von Weizsäcker. Er hat zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in Europa eine Rede gehalten, die berühmt wurde, und Richard von Weizsäcker, der Kernsatz dieser Rede war also, der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Er war auch ein Tag der Befreiung vor Krieg, vor organisierten Völkermord, von einem menschenrechtsverachtenden Unrechtsregime. Und die Situation, in der sich Deutschland damals befand, die lässt sich durchaus treffend so beschreiben von dem NS-Widerstandskämpfer Albrecht Haushofer, der in einem Gedicht kurz vor seiner Hinrichtung im April 1945 geschrieben hat: Der Wahn allein war Herr in diesem Land, in Leichenfeldern schließt sein stolzer Lauf und Elend unmessbar steigt herauf. Daran hat also Weizsäcker erinnert, also übrigens eine bis heute sehr aktuelle und sehenswerte Rede, die er da gehalten hat. Und Weizsäckers Rede endet aber mit dem Satz: Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge. Wenn man diese Mahnung von Weizsäcker ernst nimmt und das heute versucht, kommt man um ein paar Dinge nicht herum. Bei der Befreiung von diesem menschenverachtenden Unrecht haben eine ganz wesentliche Rolle die Vereinigten Staaten gespielt. Man muss dankbar sein, dass uns dabei geholfen wurde, dieses Regime zu beseitigen. Sie haben es nicht ganz alleine gemacht, aber ganz wesentlich. Und die Zugehörigkeit zum westlichen Imperium hat der Bundesrepublik über Jahrzehnte hinlang eine Ära des Wohlstandes und der Sicherheit und der Freiheit beschert. Das alles kann man nicht bestreiten.
Und es ist auch ein Verdienst der USA, dass sie nach dem Krieg in das Feindesland investiert haben, geholfen haben, dass hier ein Rechtsstaat aufgebaut wird. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ja? Ich glaube, Weizsäcker hat es anerkannt. Und wenn wir heute aber Weizsäckers Rat auch ehrlich folgen und sagen, wie ist denn die Situation nun jetzt, nach wieder fast 40 Jahren, dann kommt man um ein paar unangenehme Dinge nicht herum. Die USA halten sich derzeit weder an internationale Regeln, noch an Resolutionen des Weltsicherheitsrats, noch an irgendwelche anderen Regeln. Sie exekutieren willkürlich auf der ganzen Welt Leute. Sie betreiben Geheimgefängnisse. Sie entführen Leute. Sie foltern ohne Rücksicht auf Menschenrechte oder irgendwelche rechtsstaatlichen Prinzipien. Es gibt weltweit illegale Überwachung. Es gibt Einmischung in Angelegenheiten anderer Länder bis hin zu organisierten Umstürzen. Bei diesen Umstürzen werden auch Terrorgruppen finanziert. Sie sind mit 8000 Spezialkräften in 137 Ländern der Erde im Einsatz. Und sie führen aus dem dichten Netz von weltweit fast 1000 Militärbasen heraus seit Jahrzehnten illegale Kriege, vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten, bei denen Millionen von Menschen umgekommen sind. Allein im Krieg im Irak, erwiesenermaßen unter einem erlogenen Vorwand begonnen, der hat also zu Hunderttausenden von Toten geführt. Und die Verantwortlichen dafür, allen voran George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld und so weiter, die laufen bis heute frei herum, sind noch nicht mal sozial geächtet, obwohl eigentlich jeder andere Ausdruck außer Kriegsverbrecher unangemessen wäre. Andere sind bis heute in der derzeitigen US-Administration. Und ich denke, Weizsäcker war sicher auch ein Anhänger der transatlantischen Freundschaft, aber er hätte sich wahrscheinlich heute auch mal die Frage vorgelegt, was denn wirklich genau diese westlichen Werte sind, die Deutschland auch angehalten ist, mit zu verteidigen. Ja, ich denke, man muss darüber nachdenken, wie die Situation im Moment ist, und man muss ganz, ganz ernsthaft die Frage stellen, warum sind denn die USA verrückt geworden? Und damit meine ich jetzt nicht nur die offensichtliche Situation an der Spitze seit 2016, sondern damit meine ich die Strippenzieher in der zweiten Reihe, die durchaus schon seit Jahrzehnten die Fäden auf diese Weise in der Hand haben und deren Politik pathologisch und gefährlich ist. Darüber muss man sich, denke ich, Gedanken machen und nach Ursachen forschen. Ich kenne die Ursachen auch nicht. Ja? Also man kann sagen, okay, es gibt Interessen und Industrien und die sind völlig rücksichtslos und skrupellos und verdienen Geld und so weiter und Rüstung und es wird ja alles umgesetzt im Moment. Aber vielleicht erklärt es auch das noch nicht im Moment, diese wirklich irrationale Aggressivität, dass man sich wirklich jeden Monat in ein anderes Land einmischt, irgendwo so, als sei man in einem orwellischen Zustand von permanentem Krieg an wechselnden Fronten. Das ist doch wirklich nicht mehr ganz klar im Kopf. Was sind die Ursachen? Ja? Liegt es daran, dass sie im Grunde pleite sind mit 20 Billionen Dollar Schulden und der Petrodollar jetzt bröckelt und irgendwas das System ein Ende hat? Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir brauchen in dieser Situation ganz ernsthafte Ursachenforschung, an der sich Wissenschaftler beteiligen müssen. Und schauen wir uns die Vision an. Albert Einstein sagt, das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen. Wir bräuchten Physiker, Mathematiker, Spieltheoretiker, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler, die diese Situation analysieren und am besten irgendwo entschärfen. Karl Friedrich von Weizsäcker war ja auch in der Friedensforschung aktiv. Er hat auch ein paar Dinge genannt. Der Politik ist eine bestimmte Form der Lüge fast zwangsläufig zugeordnet, das Ausgeben des für eine Partei Nützlichen als das Gerechte.
Und heutzutage wird sehr viel auch als gerecht und nützlich und notwendig ausgegeben, was es nicht wirklich ist. Und seien wir ehrlich, also einen ganz wesentlichen Beitrag leisten hier auch die Medien. Karl Kraus hat schon vor 100 Jahren gesagt, wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt. Diplomaten belügen Journalisten und glauben, wenn sie es lesen. Das sind, denke ich, ähnliche Muster, die heute auftreten. Und wenn man jetzt sich die Realität anschaut und man eine Landkarte zum Beispiel herzeigt, ja, look how close they put their country to our military bases, Russia wants war. Ich meine, wenn man so eine Landkarte mal nüchtern herzeigt, sowas gilt ja heute schon irgendwie als Propaganda, wahrscheinlich russische oder Desinformation oder Fake News. Ne? Wir haben auch eine Strömung, die aktiv gegen den Verstand kämpft, indem sie bestimmte Informationen zurückhalten will. Und dann gibt es also eine große Strömung, die Fake News verbieten will, die gefährdet unsere Demokratie und unsere Werte und möglichst und das nicht. Ja? Und das gehört durchaus mit zu diesen Absurditäten, die ich hier ansprechen möchte. Wir brauchen kein Verbot von Fake News. Falschnachrichten werden am besten einfach ganz natürlich durch Aufdeckung bekämpft. Ja? Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht, hat ein Präsident, ein US-Präsident mal gesagt. Ja? Der ist leider schon lange tot. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Sowas müsste man heute zur Maxime machen. Oder mit den Worten eines Physikers gesprochen, wenn etwas verboten werden müsste, dann ist es ein Katalogus verbotener Bücher. Da gibt es also nicht nur gesetzliche Strömungen, sondern es gibt auch so sozialen Druck, wie also manche Informationen, und da ist durchaus ein Muster jetzt zu erkennen, was pro Konflikt ist und pro Krieg und was nicht. Es gibt auch ein Muster, wie ja, bestimmte Medien durch sozialen Druck jetzt gut oder schlecht gezeichnet werden. Da gibt es die reputablen, seriösen, und dann gibt es plötzlich die nicht reputablen und unseriösen, und die man Lizenzen entziehen sollte und am besten nicht mehr zuhören sollte. Da kommen dann komischerweise Leute zu Wort wie Ray McGovern, der in den 90er Jahren den US-Präsidenten gebrieft hat, also ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, ja, der an den Schaltstellen der Macht gesessen ist, eigentlich weiß, wie es zugeht, und heute nur mehr den Kopf schüttelt, wie verrückt auch selbst die Geheimdienste arbeiten. Lassen Sie sich nicht beeinflussen von Aussagen, welche Medien reputabel oder seriös oder sonst wie sind, sondern nach Immanuel Kant heißt aufgeklärt sein, den Mut haben, sich seines Verstandes ohne Anleitung anderer zu bedienen. Ich glaube, diese Anleitung anderer, die ist heute oft mal überflüssig im Umlauf. Ja, und wir müssen am Frieden arbeiten. Intelligente Feindesliebe geht davon aus, dass der Friede nur zusammen mit dem Gegner erhalten werden kann. Und da ist ja auch immer, es kam sogar in den Vorträgen jetzt zur Sprache, es gibt ja keine Kommunikation mehr, es gibt ja keine Verhandlungen mehr, es wird ja nicht mehr geredet. Also ich meine, Ronald Reagan hat mehr verhandelt, als im Moment das Bedürfnis besteht. Es gibt eine ostentative Missachtung jeglicher Entspannung heute auf internationaler Ebene, und die geht von uns aus, vom Westen, nicht von woanders. Ehren wir die Freiheit, arbeiten wir für den Frieden, halten wir uns an das Recht. Auch das ist also ein Zitat von Richard von Weizsäcker. Ja, jetzt ist es so, was machen wir jetzt damit, wie setzen wir das Ganze um? Und man ist ja auch manchmal ein bisschen ohnmächtig eigentlich als Privatmann gegenüber all diesen Entwicklungen. Was kann man tun? Demonstrieren, im Extremfall vielleicht. Ja. Das wird übrigens Friedensdemonstrationen heute, finde ich, auf erstaunliche Weise diffamiert teilweise. Aber mit Demonstrationen allein ist es sicher auch nicht getan. Wir brauchen letztlich überlegtes Handeln, und ich würde gern daran erinnern, dass wir in Europa auch eine Jahrhunderte
lange Kultur der Freiheit und des Denkens haben. Und ein Vertreter, den ich besonders gern mag dabei, ist Friedrich Schiller, der vielleicht mehr als alle anderen, die Kultur gegründet haben, die Wahrheit unerschrocken den Mächtigen ins Gesicht zu sagen. Und ich glaube, diese Art und Weise könnte man heute mal durchaus kultivieren. Es ist eine Szene aus diesem berühmten dritten Akt, 10. Auftritt, wo der Marquis von Posa mit dem König von Spanien vor ihm steht, dem mächtigsten der Welt. Er hat gerade die Niederlande überfallen, um dort das Christentum hinzubringen mit viel Grausamkeit. Und er hält ihm das vor, der Marquis Posa. Und naja, wir exportieren heute nicht mehr das Christentum, wir exportieren Demokratie und Menschenrechte in manche Länder. Ich glaube, man könnte mit dem gleichen Recht mal heute sagen, oh schade, dass in seinem Blut gewälzt das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist des Opferers ein Loblied anzustimmen. Friedrich Schiller war jetzt interessanterweise kein Revolutionär. Er hat die Autorität des Königs, den er kritisiert, er hat es ihm ins Gesicht gesagt, aber er hat seine Autorität durchaus anerkannt und sagte, die lächerliche Wut der Neuerung, die der Kettenlast, die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, wird mein Blut nie erhitzen. Aber er hat darauf vertraut, dass die Wahrheit zur rechten Zeit gesagt seine Wirkung hat. Ich weiß, was ich mit dem König soll, und wäre es auch eine Feuerflocke Wahrheit nur in des Despoten Seele kühn geworfen. Man braucht manchmal Mut, es zu tun. Auch da war Schiller recht unerschrocken. Der König sagt zu ihm, was haben Sie für Gründe? So schwach sind diese Gründe. Was fürchtet ihr dabei zu wagen? Wenn ich Zeit finde, sie zu erschöpfen, ziehe mein Leben höchstens. Ja, was ist die Sichtweise eines Physikers, was man für Frieden tun kann? Ich denke, Irrationalität ist immer eine Gefahr für den Frieden. Physiker sollten dafür eintreten, für den Gebrauch des Verstandes. Physiker sollten dafür eintreten, für Evidenz, dass wissenschaftliche Beurteilung eines Sachverhaltes möglichst nahe zu den Rohdaten geht, dass es Transparenz gibt, dass nicht einfach irgendwelche Thesen in den Raum geworfen werden. Frieden braucht sicher Kommunikation, daran fehlt es sehr stark heute, und es braucht Aufrichtigkeit und es braucht Mut. Ich kann noch ein paar Bücher empfehlen. Erich Maria Remarque, der Klassiker Im Westen nichts Neues, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. James Risen hat ein Buch geschrieben über die endlosen Kriege. Daniele Ganser hat die illegalen Kriege der NATO-Länder, die schon sehr lange im Gange sind, sehr gut recherchiert. Dieses rechte Buch war für mich sehr interessant, Static von Amy Goodman, insbesondere über die Zeit seit 2001. Jeremy Scahill hat ein Buch über diese verdeckten Operationen geschrieben und historisch sehr interessant auch ein Buch von Markus Kompa über den Kalten Krieg. Man erfährt heute sehr viel, wenn man Geschichte liest, die jetzt auch nur 50 Jahre alt ist. Und das ist oft interessanter als das Aktuelle, glaube ich, was in den Nachrichten kommt. Ja, damit möchte ich beschließen. Ich habe selbst ein paar Bücher über Physik geschrieben, mehr über fundamentale Physik, die mich eigentlich interessiert. Aber das neueste Buch zu dem Thema, weil mich das auch nicht losgelassen hat, ist jetzt gerade beim Westend Verlag erschienen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und fürs Zuhören und höre gerne Fragen und Anregungen. Vielen Dank.